So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren letztens im Urlaub in Saalfeld, Rudolstadt, Groschwitz, der Groschen ist gelutscht, ne? Das war ein Witz, Groschwitz, wer kennt es nicht? Da hat Pupsi irgendwann im Urlaub an einem Punkt gesagt, warte mal, ich muss da mal kurz hier bei dem Dönermann anhalten, mir noch eine Thunfischpizza mitnehmen, die übrigens sehr gut aussah, da war auch Rucola drauf, habe ich noch nie gesehen auf einer Thunfischpizza. Und dann hat sie gesagt, ich hatte so Durst, ich habe mir so eine Dose gerade geöffnet, das schmeckt richtig gut, das musst du mal probieren. Ich habe gesagt, pass auf, nimm am besten noch zwei mit. Dann kann ich das ja mal testen für den Kanal, weil man nämlich gar nicht weiß, was das ist. Das soll das Thumbnail sein, sieht bestimmt wieder komplett behindert aus und hier steht einfach drauf, Carbonated Drink, also mit Kohlensäure und ansonsten steht da, Kinza Cola, kennt ihr Kinza Cola? Kinza Cola in einer blauen Dose. Hier seht ihr, da ist der Heilige Gral. Das fliegt hier so weg. Und dann habt ihr hier noch, das ist bestimmt, steht auch Kinza Cola, nur halt auf Arabisch oder was anderes. Und was steht hier noch da? Surf Cold? Okay. Kinza Cola Incredinsia. Watten, Socker, Coldioxid. Ammonium, Sulfat, Karamell, Koffein, natürlich Colasmak. Also natürlicher Cola-Geschmack mit Karamell verfeinert, Koffein. Das ist also eine Kinza Cola wohl mit Karamellgeschmack. Da möchte ich jetzt, eine Dose muss ich leider Pupsi geben. Normal teste ich ja immer und kipp mir alles hier in das Glas rein. Da möchte ich jetzt einmal eine aufmachen, um den Geschmack zu testen kurz. Obwohl das komplett kalt ist und extrem gekühlt, schäumt das immer noch richtig abartig. Also ich weiß nicht, Cola, Kohlensäure, Schaum, komplett süß, bam. Merke ich jetzt gerade gar keinen Unterschied zu einer normalen Coca-Cola oder einer herkömmlichen Cola normal. Aber die Dose werde ich dann einfach Pupsi rüberstellen, jetzt wo die schon auf ist. Mach mir hier die zweite Dose auf. Fülle die direkt in dieses Glas ein, am besten hochkant, damit die Kohlensäure rausgeht. Die nachfolgenden Sendungen werden präsentiert von Kinza Cola. Ne, verschieben sich um Kinza Cola Stunden. Oh. Oh. Jetzt komm, kipp die Plörre einfach rein und dann ist gut. So, jetzt haben wir ein ganzes Glas voll mit Kinza Cola. Und jetzt können wir das vielleicht nochmal so zeigen fürs Thumbnail. Das ist, glaube ich, das bessere Thumbnail, weil es immer gut aussieht, wenn man so ein Glas in der Hand hat. Das sind jetzt, wie viel ist da drin? 0,25, 0,3, 250 Milliliter, also 0,25 ist halt echt eine kleine Dose. Das werde ich mir jetzt mal reinziehen, mal gucken, ob ich einen Nachgeschmack habe. Prost! Diesmal ist keiner da, der unten Rasen mäht. Das ist sehr gut. Da kann man sich auch mal total ausleben. Oder unten steht eine Frau. Pardon. Ich sehe, das Glas ist wieder beschlagen. Das ist auch wieder richtig kalt gewesen. Hat sich jetzt auch richtig verfärbt hier unten, wie ich sehe. Ich muss sagen, so eisgekühlt zum Trinken mit einmal ist das eigentlich in Ordnung. Ist trotzdem ein bisschen erfrischend. Wenn du aus der Dose nur einen so einen kleinen Schluck nimmst, hast du wirklich nur einen blanken Schaum da und das möchtest du nicht. Also schenk's erstmal ein, dass ein bisschen von der Kohlensäure sich verflüchtigt und dann kannst es trinken. Ist jetzt aber trotzdem nicht so besonders, dass ich sage, ich brauche die unbedingt nochmal, ich muss nochmal eine kaufen. Ich glaube, es reicht wirklich, wenn ihr Coca-Cola oder Pepsi oder eine gekühlte Star-Drink oder eine gekühlte Ja-Cola, alles was gekühlt ist, ist sowieso irgendwie erfrischend. Da muss es nicht die sein. Sieht interessant aus. Pupsi fand die richtig gut. Ich finde die jetzt leider nicht so besonders. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.